war schon so viele von mir. 12 Sammler sind bei mir, sind von mir bei dir. Ja, Recycling-Dinger, aber nicht die normalen. Ach, die willst du auch noch? Ich will alles. Ich Okay. hab nix. Und wie war das? Du willst alles? Ich schick dir gleich nochmal ein paar Omega-Transporter Ja, dann hau ich dir eine rein, ey, wenn du das machst. Treffen wir uns nächstes Jahr auf der Gamescom, ich hau dir eine rein, ey. Mann, Mann, Du schickst ihm am besten so Mülltransporter, die so Omega dabei haben. Mann. Wie in der Ukraine hier mit ihren scheiß russischen Dingern da. Aber wie riesig ist Mitarbeiter. denn dieser beschissene Park? Das gibt's doch gar nicht. So groß kann doch niemals ein Park sein. Du Scheiße, du zeigst mir die Brücke an, aber du willst die da nicht hinbauen. Zu spitzer Winkel. Geht ja gleich zu spitzer Winkel. Was baut die Scheiße da hin? Was habt ihr für So. Probleme? Ach, Stadt nur in welche. Brand. Sehe ich nichts davon. Wo ist meine Feuerwehr überhaupt? Ach da. Kommt hier, dann kriegt ihr so ein geschissenes weiteres Auto. Öl wird importiert, Erz wird importiert und das reicht irgendwie jetzt bei weitem nicht mehr. Aber Legierung brauche ich nicht mehr. Das heißt, wo ist mein Werkstoffgedönsdingens? Alter, meine Fabriken wollen immer noch Omega, ey. Ich Hier, habe schon alles längst damit abreißen. aufgehört. Ey, warte, wenn jetzt hier noch ein LKW von dir rumfährt mit diesem geschissenen Omega. Alter, drei LKWs, vier LKWs fahren hier rum und der fünfte kommt gerade an. Ich habe schon längst aufgehört damit. Oh Mann, ey, warum hast du denn mir überhaupt Omega geschickt? Das Was lustig ist, Scheiße. weil er Geld haben will. Genau, weil ich dafür Geld kriege. Wie viel verdienst du damit, dass ich Aber irgendwas das an dir war nur eine abgefackt? Quest mit 2500, die ich dafür bekommen hätte. Ey, hier sind zwei Omega-LKWs hintereinander. Metallwiederverwertung. So, Nummer 1. Und den zweiten Ey, kann ich schon gar nicht mehr wie kann bauen. ich dich trollen, ey? Wie kann ich dich trollen? Ich kaufe ja alles von dir, das ist jetzt gerade das Problem. Ehrlich? Ich könnte dir Kacke schicken. Machst du wahrscheinlich eh schon. Ja, jetzt schicke ich dir gerade Kacke. Ja, auch gut. Immer mal her damit. Meine Kasse klingelt ganz gut im Moment. Nein! Doch. Der fixt noch, er zeigt eine andere Brücke abgerissen. Sag mal, hast du 157.000? Das ist ja echt schrecklich. Ich? Nee, 220.000 hatte ich gerade eben. Ach, du hattest es. Was hast du denn damit gemacht? Vermehrt sich halt, ne? Ein Glück, dass du dich nicht vermehrst. Zwei von dir wären echt schrecklich. Ich zeige Eier, wir brauchen Eier! Das war hart. Du hast mir Omega geschickt, jetzt musst du mit sowas rechnen. Ach so. Oh Wenn Mann. ihr keine Forschung am Laufen habt, dann dreht doch am Däumchen, ey. Wie viele Probleme habt, ist echt schrecklich. Müllentsorgung schreit rum. Sie müssen ihre Müllhalde erweitern, weißt? Erdbeben! Och nö! Wo? Hoffentlich unter der Omega-Fabrik. Nein! Das ist die große Feuerwehrwache! Und Ah Mann, mein richtig so. Weg mit dem Ding. Busbahnhof. Scheiße. Oh, fuck. Zu wenig Und Geld. Kostet doch nur 40.000. Ach, ich bin ja hier. Weißt du was? Erstmal Stufe 3 von der Geschwindigkeit. Jetzt kassiert er hier schon wieder Omega, ey. Also wieder eine große Feuerwehrwache bauen. Ja, ihr wollt Öl haben. Ist mir schon klar, dass ihr Öl haben wollt. Wenn ich sowas wie mit Omega machen will. Ich will auch Omega. Aber nicht Bau geliefert doch. bekommen. Bau doch einfach. Kann ich ja nicht. Ich muss ja Öl importieren. Das kostet mich ja auch ewig viel. Nö, Öl ist eigentlich verdammt günstig. Was brauche ich da noch für? Erz brauche ich, glaube ich, noch dafür, ne? Erz brauchst du auch noch. Toll. Also beides recht günstig. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal. Ich habe gar kein Geld dafür. Ach doch, jetzt habe ich wieder 39.000. Ja, wo die jetzt gerade hergekommen sind. Laber, ich kann darüber echt eine Brücke bauen. Was kosten die dann? Ich habe jetzt 20.000 und die kosten. Ja, genau. Wo baue ich denn jetzt Muss das ich da am Handelslager hin? besten. Brauchst du gar nicht.
Der kauft es gleich so ein? Jein, indirekt. Du holst dir einfach auf der Fabrik ein VTSOL-Upgrade. Das kostet dich 20.000 pro Landeplatz. Und dann kriegst du es so direkt aus der Luft geliefert. Das wird dir dann praktisch vom Konto abgezogen. Dann kommt so ein Transporter und der haut das dann einfach rein. Das heißt, das Ding braucht nicht mal wirklich so doll eine Stromanbindung oder eine Straßenanbindung, oder? Eine Straße nur halt wegen Strom und allem. Naja, also ja. Und Straße brauchst du auf jeden Fall. Anbau, was brauche ich dafür? Surprise, Motherfucker first! Was ist das Zeug da? Weltmarkt VTOL Landeplatz, genau. Okay. Jetzt kann ich vom Weltmarkt importieren, oder? Ja. Ach, tue ich ja sogar. Und damit mache ich dann Dekohle, sagst du. Ich habe schon wieder ein Verkehrsproblem. Ich brauche alternative Stromquellen. Nuklearkraft. Apropos. Darf ich nicht bauen, hat mir Niklas verboten. Bildung. Ja, Atomkraftwerk kommt schon von mir. Ich wollte Bildung machen. Ich wollte Bildung machen die ganze Zeit. Brauchst du nicht. Achso, ja, kein Wunder, kommt hier keiner in die Schule. Ich habe gar keine Schulbushaltestellen aufgebaut. Ja, ich habe ja, nicht mal irgendwas großartig für Schulbildung. Das ist mein Problem. Die sind alle strunzenhohl, weil ansonsten würde ich auch weitaus mehr recyceln können. Die Bildung hat was mit dem Recyceln zu tun? Mhm. Ja. Das heißt, die blöd sind, recyceln die nicht. Ja. Also in meiner anderen Stadt habe ich einen Bildungsgrad von knapp 4 und bei 80.000 Einwohnern habe ich gerade mal 1.000 Müll und über 12.000 für Recycling und jetzt habe ich hier überhaupt gar nichts an Bildung, habe 166.000 Einwohner und 8.000 Müll und 2.700 zum Recyceln. Wie viel kostet denn das? Ja, Roherz, Rohöl, 14, 12, 11, 11, 11. Das heißt 22, 33, 45. Ich gebe über 45.000 Tacken aus, nur für den scheiß Omega-Kack hier. Drohnenförderbänder. Ach, muss ich auch so eine Omega-Produktionslinie machen? Du fängst am besten erstmal an bei Omega nur mit den ganz normalen Fabrik, also mit der Omega-Fabrik. Also noch nichts mit Drohnen machen. Die Drohnen? Okay, also baue ich jetzt mal die Förderbänder da noch aus. Jo. Aber mit den Drohnen holst du nämlich nur, so gesehen, die privaten Haushalte mit an der Hand. Dann versorgst du die damit. Das solltest du erst später machen, wenn du einigermaßen Geld reinkriegst. Weil wenn du nämlich anfängst, Prozessoren zu kaufen für die Drohnen, dann wird's teuer. Schick mir mal Drohnen. Kann ich nicht. Check mir mal Drohnen. Nein, es geht nicht! Check mir mal Drohnen. Nein, es geht nicht! Check mir mal Drohnen. Och Mann, leck mich doch! Nein, den Gefallen tue ich dir nicht. Nax. So, ich nehme jetzt erstmal einen Kredit auf. Doch schon, da war doch gerade. Ja, sehr gut. Das ist auch schön, wie dieser lila Rauch einfach mal schön aus dem Meer drauf hinauszieht. Ich habe noch eine Brücke mehr. Wieder ein Erfolgs. Was haben die denn da hingebaut? Eine Brücke mehr in Brückland, aha. Ein Wunder. Okay. Ja, ne? Muss ich nicht verstehen, warum die so fetten Hügel reinbauen in die Brücke. Export. Ich. Ist jeden Tag 6 unserer Drohnen in der Let's Play-Welt einkaufen. Yay! Oh Mann, jetzt hier. Ich brauch Erz. Ich brauch Erz und das dringend. Alter, wie viel Kohle ich einfach nur für die Scheiße ausgib, das ist ja echt unglaublich. Jedes Mal 11.000. Für 1 und 3. Abwasser. Von wegen kostet nichts. Im Bereich. Kostet nicht viel. Nein, 11.000, wenn man nichts hat, ist es schon viel. Ach Leute, jetzt habe ich wieder 31.000. Hä? Ich kapiere das nicht. Ich krieg Geld rein und sofort ist es wieder weg. Mhm. Du kriegst Geld rein, damit werden dann neue Rohstoffe gekauft. Und dann kommt dann irgendwann der neue Transporter und sobald er dann drin ist,
und du wieder etwas Geld hast, ist das Geld wieder weg und landet dann wieder irgendwann in neuer, in neuem Kaufen halt. Das ist das Schöne, du kannst dich nicht ins Minus kaufen. Ach, das geht nicht? Nee, der bestellt so gesehen die Lieferung, sobald du Geld hast. Dann wird das Geld reserviert. Und sobald der dann eintrifft, bezahlst es. Aber hast dann immer noch einen positiven Betrag so gesehen drauf. Ist ja genial. Mhm. Macht das dann auch so mit den Prozessoren? Ja, wird dann halt nur ziemlich teuer. Das heißt, großartig ausbauen kannst du dann nicht. Du musst da schon warten, dass du etwas Geld auf der Kante hast, das einigermaßen eingekauft worden ist, dass zumindest die Fabriken anfangen, was zu bauen. Und dann kannst du Geld ausgeben. Ich habe das Problem, dass bei mir momentan überall das Erz fehlt. Warte, ich könnte schon mal gucken, später für die Megatürme. Wenn ich da welche bauen will. Wie sieht denn das ungefähr aus? Warte mal, da könnte einer hinpassen. Hm. Ist ja geil. Ich krieg da in so ein Feld 2 Megatürme rein. Vielleicht sogar 4. Aber ich will ja eigentlich voll auf Casinos wieder gehen. Das habe ich ja noch nie im Let's Play gezeigt. Ja, dann macht er doch. Kommt erst. Wie Züge. Achso, ihr wollt noch einen Bahnhof haben. Ja, von mir aus kriegt halt noch einen Bahnhof. Was will der? Bauen Sie die Omega-Zentrale. Was bringt die mir? Brauchst du eigentlich nicht, weil die hab ich ja. Kann sie bauen, also baue ich sie ganz einfach. Okay. Ach, scheiße, jetzt kann ich... Wenn du deine Stadt mal wieder abreißen, dann geht wahrscheinlich bei mir das Omega flöten. Brauche ich denn jetzt das Ding hin? Kann ich die mitten ins Wohngebiet reinsetzen? Stört das die? Hab ich bisher noch nicht ausprobiert. Hm, machen wir das mal. Fuck, ich komm hier da rein. Nein, jetzt ernst. Das juckt die gar nicht. Boah, ich bin dann nur gerade am Scheiße machen. Also wie immer. Hat sich nichts geändert. Boah, eigentlich nicht. Dann kannst du mir jetzt eigentlich Omega schicken, weil du ziehst ja eigentlich auch selber jetzt. Ne? Theoretisch ja. Was ist denn das hier? Oh fuck. Omega Förderpipeline, was bringt die mir? Moment, Legierungslager abreißen. Ach, dann kann ich die Förderanlage damit verbinden. Mhm. Was bringt mir die Förderanlage? Das bringt dir eigentlich nur was, wenn du selbst abbaust. Das heißt, wenn du irgendwie eine Pipeline, wenn du zum Beispiel ein Ölfeld hast oder sowas, von dem da was abholst. Erz kann ich abbauen. Ja, dann kannst du das zum Beispiel direkt dann nachher mit den Fabriken verbinden und dann anstatt, dass es dann erst übers Handelsdepot geht oder per Lastwagen, wird es dann direkt da reingepumpt. Das hat schon einen Vorteil. Aha. Drohnen für alle. Am Arsch. So, wir nehmen jetzt schon wieder, 47 Minuten auf, sehe ich gerade. Jetzt schon wieder? Ah. Ja, was heißt schon wieder? Jetzt geht's eigentlich mit der Zeit. Ja, aber so viel haben wir noch nicht. Plus von 20.000. Wie geht denn das? Ja. Das kommt alles durchs Omega, oder was? Das kommt alles durchs Omega. Ja, leck mich am Arsch. Deswegen sage ich ja, mehr Omega für alle! 22.000, weil ich jetzt noch 2 Kredite abgezahlt habe. 23.000. Ja, leck mich am Arsch. Mhm. Ich halte mich hier momentan auch noch mit einem guten Plus von 29.000 über Wasser, aber so langsam müsste es mehr werden. Aber es wird ich habe noch mehr. Eine Akademie gebaut gehabt und alles. Das ist ja auch das Geile. So, Chemiebrände werden jetzt auch schon automatisch gelöscht. Oh, ich habe Stromdefizit. So leicht. Ja, Omega-Fabriken brauchen Strom und das nicht gerade wenig. Ich habe auch ein Wasserdefizit, auch so leicht. Zu viele Verbrecher, ach Gott, weg mit dir. Die Müllhalde voll, ja, dann... Schmeiß doch mal hier das Recycling Center. Mach das doch mal leer. So voll ist das doch gar nicht. Lüchner. Ah, stimmt. Leg mich am Arsch, ich brauch andere Stromsachen. Das kriege ich mit Wind nicht mehr hin. Ein Wellenkraftwerk könnte ich doch bauen. Bringt das was? Hat das schon mal irgendeiner von euch ausprobiert? Nee, ich nicht. Ich hab's doch nicht gebaut.
Ich brauch mal kurz Grill im Park. Das kann ich auch gar nicht bauen. Ich habe ja keinen Stern der Zukunft hier. Oh, 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 was ist das denn hier? Wieso habe ich 273 Verbrecher auf freiem Fuß? Hallo? Geht's noch? Woher kommen die denn jetzt alle? Ich glaube, die kommen von mir. Anscheinend. Bei mir können sie nichts mehr ausrauben, also gehen sie zu dir. Ja, das Gefängnis ist bei mir auch komplett überfüllt. Oh Gott. Polizeirevier? Nee. Doch. Ja, genau, jetzt ein Erdbeben. Jetzt habe ich gerade die Straßenbahn fertiggestellt. Ihr wollt mich doch verarschen. Interessant, für die 10.000 die Stunden kann er nicht so bestimmt entscheiden. Der Kerl will mir ja sagen, dass die Omega-Produktion schuld ist für meine hohen Krankenraten. Was? Ready? Niemals! Ich brauch mehr Omega! Dann, es gibt es.